Hey ho Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play Super Mario Land 2. Die 6 goldenen Münzen. Deluxe! Hast du das frei übersetzt, die 6 goldenen Münzen? Ja, ich habe gegoogelt. Oh, okay. Nebenbei. Deluxe, es ist ein Hack von einem Typen. Menschen. Shit, ich schreib's in die Beschreibung. Ich sollte es in die Beschreibung schreiben. Schreib's bitte in die Beschreibung, das wäre unglaublich. Ich pack den Link, wo man es runterladen kann, auch in die Beschreibung. Nein. Nicht? Kein Link. Warum kein Link? Nintendo ist böse. Gut, ich packe keinen Link rein, ich packe euch den Namen rein, könnt ihr googeln. Wir werden es finden. Ja, es war nicht so schwer. Im Grunde müsst ihr einfach nur eingeben, Super Mario Land 2 ROM Color. Und dann findet ihr es schon. Ja, das ist ein Hack, dass alles in Farbe ist. Ja, und ich freue mich auf das Spiel. So bunt. Gott, ich freue mich wirklich auf das Spiel. Das ist so ein Kindheitsspiel von mir. Und jetzt in Farbe sehe ich das erste Mal. Oh, bin bereit. Doch, ich bin bereit. Hey, erinnerst du dich an Switch Reloaded damals mit dem, mit dieser alten Serienart so? Jetzt in Farbe. Und bunt. Okay. Hab ich gehört, ja. Moment. Ging das nicht anders? Moment, ich kann doch. Soll ich doch. Warte, kann nicht Luigi raus? Ach ja, ich hab das gemacht. Und jetzt ist das Luigi. Ah. Idiot. Ah. Seht ihr? Okay. Und wir dachten, ja, wir haben es rausgefunden. Ja, man kann als Luigi spielen, geht das schon immer? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube nicht, wir spielen definitiv als Luigi. Ja, wir gehen in B für Best Mario Brother. Oh, das ist so viel. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Wir gehen da rein. Oh, das ist so lange her. Oh, das ist so lange her. Das ist stinkig. Ja, stinkig. Ich hab's auch mal gespielt. Das ist so lange her. Ja, und das Spiel ist einfach unglaublich kreativ. Es ist so viel cooler als die heutigen Mario, 2D Marios. Das musst du sofort zurück. Hey, ich kann die ganzen Tipps zeigen, die coole sind. Du meinst die drei Pixelfehler, die ich bis jetzt gesehen habe? Pixelfehler? Du achtest auf sowas nicht, ne? Warum sollte ich? Meinst du die doch? Mir fehlt sowas zum Beispiel. Mir fällt sowas einfach direkt ins Auge. Interessiert mich nicht. Ja, liegt vielleicht daran, dass ich eine Zeit lang von Mario World Hacks gemacht habe. Und man dabei darauf geachtet hat. Apropos, wenn ihr Super Mario World Hacks. Oder habt, den hier. Der ist halt so aussieht. Den finde ich besonders schlimm. Oh, fliegen die Gummis! Oh nein! Gibt's die in den heutigen 2D Marios noch? Nein. Warum nicht? Also Gumbas ja, aber keine fliegenden mehr, glaube ich. Wenn ihr Super Mario World, nicht Six Golden Coins, World ROM Hacks habt und ihr wollt, dass ihr irgendeiner spielt. Es gibt den! Nee, warte, gab's den hier? Funktioniert der? Ach nee, warte, ich glaube, das kann nur. Mit dem mache ich das hier. Ach genau, doch, dafür war er da, ja. Dann schickt sie gerne, also. Was heißt, schickt sie gerne? Schreibt sie in die Kommentare, dann. Denke ich, kriegen wir schon irgendwie hin. Und wenn in den Kommentaren ganz oben angepinnt steht, schickt bitte keine mehr ein, beziehungsweise hier Formular, nutzt das. Klar. Er will anscheinend Hack spielen. Ja, ich will Hack spielen. Ich bin dabei. Leben! Auch gerne Co-op-Hacks mitwürden. Ich bin bereit für die coolen Level. Das wird nicht so viel Co-op-Hacks geben. Feuer? Aber. Was? Ich sagte gerade, wenn sie Co-op-Hacks haben, auch gerne die. Ja, da werde ich mitspielen. Ist das für dich eigentlich laut? Das ist für mich ein bisschen laut. Ist das für die Aufnahme laut? Wir haben es gestern getestet. Es sollte eigentlich nicht so laut sein für euch. Ja, wir haben es gestern getestet. Ich werde es mal nachgucken, der Folge.
Nein, 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 nein. Oder den Grafikfehler hier. Pixelfehler, meine ich. Was für Pixelfehler? Soll das so sein oder liegt es an dem Hack? Ich glaube, es liegt am Hack. Es liegt am Hack in dem Fall jetzt tatsächlich mal, aber... Aber das Wasser ist auch schon immer gepixelfehlert. Nein, das sind einfach nur Punkte. Verdammt! Das ist gar nicht mal so schwer. Die Glocke ist wichtig. Leute, drückt die Glocke. Okay, was wollen wir? Es ist nicht klar, dass wir die Moorrübe möchten, oder? Ich glaube, ich will die eigentlich die Leben haben, wenn ich ehrlich bin. Ich will die Moorrübe. Nein! Ich will die geile Rübe. Du warst greedy. Okay. So, wo geht's weiter? Und das Coolste, wir können einfach wählen, wo wir hin wollen. Wir können da rein. Was ist das? Wir können da runter gehen. Wir können alles machen, was wir wollen. Was ist das? Okay, also gehen wir von rechts nach links. Hä? Ich kann da Münzen reinpacken. Okay, ja, nicht jetzt. Vielleicht krieg ich dann einfach Items raus. Baumlevel. Haben wir von rechts nach links? Hä? Haben wir nicht gesagt, wir gehen von rechts nach links? Nein. Oh, komm ich später rein. Da gehen wir auch später rein. Das ist ein cooles Level. Da gehen wir auch später rein. Oh, da auch! Wir müssen was standardmäßig anfangen. Ja, die Schnappschildkröte. Okay, jetzt bin ich wieder im Baum. Darf ich auch merken, dass ich als Kind zu schlecht wird, spielbar? Für den Baum. Tree Zone. Ich weiß, dass ich in der Tree Zone immer oft gestorben bin. Werden wir gleich sehen! Ich weiß, dass mich diese Ameisen schon als Kind abgefuckt haben, in einer Zeit, wo ich noch nicht wusste, dass was abgefuckt ist. Das sind die alten wer sind die Maulwürfe? Oh, Frosch! Wie sind die Maulwürfe? Komm her! Sind die nicht einfach nur Maul? Nein, also auf Deutsch meine ich. Hey, ist nicht Manti-Maul oder irgendwie so? Manti! Manti-Maulwurf, ja. Was bist du? Ah, Frosch. Die KI ist zu stark für dich. Merk schon. Ich hab's genau gesehen. Yes! Was bist du? Tod, ach so. Ah, ja, jetzt wo du sagst. Glocke. Leute, Glocke nicht vergessen. Stirb! Ah, wollen wir da hoch? Willst du unten die Glocke aufmachen? Ja, wir wollen da hoch. Ich sehe keinen Grafikfehler. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es stimmt einen wirklich auch nur dann, wenn's... Oh, ich kann laufen! Wenn man darauf achtet. Ansonsten stört einen das gar nicht. Oh, shit! So, den Sprung gesehen! Sicher, dass er ein Laufen. Grünen Sprung an! Wusch! Wusch! Das ist ein hoher Sprung! Irgendwie sieht dein Laufen falsch aus. Du siehst falsch aus. Okay, hier ist was versteckt. Kannst du mich erzählen, hier ist was versteckt. Aber es sollte hier ein Block sein. Komm schon. Ich wusste es! Das ist voll dir gewusst. Weiter rechts. Ich weiß nicht, wo es. Ich weiß wirklich nicht, wo es. Ja, ich auch nicht. Aber ich kenne das hier tatsächlich. Also glaube ich. Würde ich mir ein. Die Animation ist besser als in meiner Erinnerung. Das ist was, denke ich, wert. Weißt du, was ich gern hätte? Hm? Pfeilschaden. Ja. Das wäre so viel realistischer. Ja, gehen wir weiter. Wieso sollte ein Klempner keinen Fallschaden passieren? Weil er ist kein Dachdecker. Wegen den Schuhen. Er ist kein Dachdecker. Muss er nicht haben. Ah! Oh, Dachdecker haben auch Schuhe. Hier am Ende des Levels? Ja. Ja, wir waren noch so kurz.
Neuer Versuch. Soll das überhaupt funktionieren? Verdammt. Er ist nicht gesprungen. Natürlich, du hast dich gedrückt. Ja, die Sache ist, auf dem Block hier Anlauf zu nehmen, ist es zu einfach. Yes! Ja, ganz offensichtlich schon. Okay. Oh, das ist das. Oh, das ist Glück, glaube ich. Wir kriegen die Karotte. Die Karotte. Wieso kam die Karotte nie wieder? Ich mag die Karotte. Freezone. Kann ich fliegen? Ah, oh, genau daran kann ich mich auch erinnern. Das ist dieses Jelly-Zeug, womit du in der Decke und so weiter kleben bleibst. Ja, 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 ist so cool. Weißt du, was es ist? Ich dachte erst, es ist Harz. Vom Baum. Aber tatsächlich, ich glaube, soll das Honig darstellen. Ach ja, diese Kühe! Ja, stimmt, es gab die Kühe! Gott, das ist so seltsam, dieses Spiel! Ich liebe es! Es ist so kreativ, das alles. Ah. Ah. Warte, kann ich nicht einfach. Nein, ich kann nicht. Wieso kann ich mich nicht drehen? Ich glaube, ich will das Feuer bekommen, ehrlich gesagt. Das finde ich nicht gut. Das ist kein Level für die Karotte. Ah, ich erinnere mich an den komischen Schleim. Das ist Honig, Domi. Das ist Schleim. Oh. Ja. Ich meine, jetzt sieht es so viel cooler aus in Farbe. Ja! In Nichtfarben war es irgendwie so seltsam. Ja, was soll das sein? Es war so, es war weiß, glaube ich, oder grau. Grau. Grau? Grau. Ah! Na, als ob ich die auf die Münzen reinfallen werde. Das ist die Feuerblume eine gute Idee. Stimmt, mit der Münze kann man echt was anfangen, oder? Ja, irgendwie. Irgendwas könntest du damit dann machen. Secret! Oh. Ah ja, das ist seltsam! Oh, Unverwundbarkeit! Ah. Ja, erst wurden die zwei hinterhergeworfen, jetzt kriegst du gar keine mehr. Ja. Louis. Ah, das ist so ein schönes Konzept. Das ist seltsam. Das gab es auch nie wieder, glaube ich. Gott! Ja, das Zeug hier. Oh! Ihr werdet sterben! Shit! Du wirst sterben! Hab ich gemerkt. Hey, hast du Secret gefunden? Ich weiß nicht mehr, was da unten war. Ich auch nicht. Finde ich es raus. Eine Feuerblume wäre da. Oh Gott! Keine Feuerblume. Okay. Oh, ich muss abkommen. Nein, das hat fast funktioniert. Hast du gemerkt, wie die Münzen keinen Sound hatten, als ich das Leben eingesammelt habe? Ja. Oh Gott. Hast du gemerkt, wie du in den Tod gesprungen bist? Nein, ich bin nicht tot. Oh Gott, die Bombe! Oh Gott! Das funktioniert gar nicht so gut wie ich. In Erinnerung hattest. Wusstet ihr, das würde ich als Kind da übrigens gar nicht mehr so gut bei dem Spiel? Die Bosskämpfe, die haben mich bedient. Ja, wenn es nur die Bosskämpfe waren. Ja, die Level gingen, glaube ich. Aber die Bosskämpfe. Okay, muss uns testen, wie kann ich hochspringen? Das war echt easy. Gutes Level! Gutes Level! Ja, mir ist ziemlich egal, was ich hier krieg. Los geht's! Den nehme ich gern mit. What up? Wäre das Leben nicht besser gewesen? Also, wenn nicht das Leben, das die Feuerblume oder die. Ja, aber ich habe einfach nur gedrückt. Mach mal ein Level noch. Mach mal ein Level noch. Welches willst du? Die Bienen oder die Ameisen? Die Ameisen, weil ich die als Kind immer als Abfuck hatte. Die Ameisen. Oh, das Level. Stirb! War das ein Gegner, der von oben unverwundbar war?
Ich hasse, wenn das passiert. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ah, die gab's ja auch. Ja, leider. Oh Gott, hör auf, weiterzulaufen. Die gab's danach, glaube ich, auch nie wieder richtig, ne? Was? Die spucken denn? Die spucken denn. Ja, die gibt's, nicht, die gibt's heute noch. Die gibt's definitiv heute noch. Hä? In 2D-Marios? Ja. Okay. Die gibt's immer noch. Wir klettern gerade den Baum hoch, falls ihr es nicht merkt. Ich will das One-Up. Ich will das One-Up. So dämlich. Was machst du? Ah! Was bist du? Was bist du? Ich will dich töten. Ein Käfer. Eck damit. Warum findest du das Abfuck? Ich weiß nicht, oder war das ein anderes? Gibt es noch ein anderes Level mit Ameisen? Ja, ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Oh Gott! Man kann höher springen. Im Haus gab es noch welche, oder? Ja, ich weiß, welche du meinst. Ja, dann waren das, dann waren das im Haus. Komm, man springt unglaublich. Was? Ich hab's! Ich hab gerade ein kleines Problem. Da ist der Boden. Was ist das Viech? Und was ist das Viech? Blätter. Au. Oh, er kann springen. Dieses One-Up, das ist ein Haufen Scheiße. Ja, das sind die sogenannten Kaiserblöcke, ne? Ja. Oh, die Gocke. Das war das Level? Das war das Level. Das ging auch schnell. Das war okay. Das Leben! Oh, ich bin so gut. Kein Leben brauchen. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich habe die Macht des Selbstdestins, die ich eigentlich benutzen will. Ob ich ihn jetzt benutzen werde. Aber erst nach dem Part. Ich glaube, wir beenden das Level. Wir haben noch 3 Minuten theoretisch. Noch ein Level machen. Ja, wir können noch ein Level machen. Oh, noch ein Level. Ja, okay. Mann, Level in dem Fall nicht. Großes Level, Leute. Oh, jetzt sind wir beim Honig. Oh mein Gott, die Viecher! Ich weiß nicht, warum, aber ich fand das. Gar keine Erinnerung. Was? Dann gebe ich gerade gar keine Erinnerung. Nicht? Entschuldigung. Ja, der Sound ist weg, oder? Sound ist weg. Kann ich hier reinklicken? Ah, oh, jetzt. Ah. Sound ist wieder da. Ich glaube, ich soll es nehmen. Was ich sagen wollte, ich als Kind fand ich es unglaublich befriedigend, diese kleine Raupen zu töten. Ich weiß auch nicht warum. Oh, ich hasse die Viecher. Oh, und die ernähre ich mich. Was? Was für Fuckviecher? Warum sind das überhaupt Wespen und keine Bienen? Das stimmt, das ist recht. Ich meine, sie pieksen dich, du kriegst Schaden, aber sie sterben nicht. Stirb. Ah, musst du ins Raubi. Komm nicht hoch. Du willst sie nicht hoch. Das ist alles. Okay, man kann nicht durchlaufen. Hast du gerade rausgefunden? Natürlich nicht. In Mario spielen, gerade in alten Mario spielen, gibt's nur Kontaktschaden. Was? Du alles nur Kontaktschaden. Ah! Das war Stachiraupi. Unser erster Tod im ersten Part. Okay, machen wir im nächsten Part weiter. Cool. Hältst du bitte den Deathcode ein? Nein. Oh. So oft werde ich auch nicht. Ja, man weiß ich nicht. Gut, Leute, danke fürs Zugucken. Es macht wirklich Spaß, nur wieder das Spiel zu spielen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es euch gefallen hat. Gebt ein Like, spielt das Spiel selber. Oh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.